Die Erzeugung von erneuerbarem Strom mittels Wind und Sonne ist eine unserer Kernkompetenz. Wir haben auch sehr früh angefangen, Wasserstoff herzustellen aus erneuerbaren Energien, aus erneuerbarem Strom und sind dort, ich glaube, das kann man sehr bewusst sagen, Weltmarktführer, wenn es um Technologien geht, die eben den Wasserstoff erzeugen. Wir sind weiterhin durchaus vorne in der Welt zu finden, wenn es darum geht, Infrastrukturen zu bauen, also sprich Netze zu bauen, in dem Fall Gasnetze. Und die braucht es auch, um Wasserstoff zu transportieren. Ja, Wasserstoff ist in der Tat ein Multitalent. Auch wenn ich beispielsweise Sektoren wie die Stahlindustrie dekarbonisieren will, dann muss ich den Wasserstoff herstellen. Den stelle ich wiederum mit erneuerbarem Strom her. Und wenn ich beispielsweise fliegen möchte und ich noch im Moment keine Batterien habe, die ausreichen, dafür von Frankfurt nach New York zu kommen, dann muss ich Wasserstoff nutzen oder synthetische Kraftstoffe, die wiederum mit Wasserstoff hergestellt werden. Wasserstoff kann ja zum einen direkt genutzt werden in beispielsweise Brennstoffzellen, im Schwerlastverkehr, aber auch im Pkw-Verkehr. Oder Diesellokomotiven ablösen in den Bereichen, wo es noch keine Elektrifizierung für den Schienenverkehr gibt. Wenn wir den Wasserstoff umwandeln in gasförmige oder flüssige Kraftstoffe, dann sind hier auch Technologien notwendig, die wir gerade in größerem Maßstab erproben, sodass wir dann eben auch mit flüssigen, synthetischen, aus erneuerbaren Energien hergestellten Kraftstoffen fliegen, fahren oder auch arbeiten können. Mit dem neuen Call wollen wir die angewandte Forschung nach vorne treiben. Wir rechnen mit einer sehr großen Beteiligung, weil Wasserstoff hip ist. Das Forschungsnetzwerk ist das Brain der gesamten Aktivität, weil wir im Wirtschaftsministerium können nicht wissen, sollten es auch nicht wissen, was gemacht werden muss. Sondern das, was gemacht werden muss, kann uns nur die Wirtschaft gemeinsam mit der Wissenschaft sagen. Ich glaube, wir sind in Deutschland deshalb so stark und deshalb so innovativ. Nicht nur im Bereich Wasserstoff, sondern in allen Bereichen, die Erfindergeist mit sich bringt, weil wir diese Netzwerke aufgebaut haben, weil wir wissen, wie diese Netzwerke miteinander leben. Und weil Menschen einfach miteinander reden können und sich austauschen können. Die Erfahrung ist so gut, dass es ohne Netzwerke einfach unmöglich wäre, das zu machen, was wir machen.